So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BVZ GW2. Heute mal am Start mit der Eiserbse, auch ein Charakter, den ich in GW2 so gut wie nie gespielt habe. Das kriegt ihr auch mit, ich bin erst Level 3. Das ist ein ganz einfacher Grund, in GW2 war mein absoluter, beziehungsweise war es nach wie vor, mein absoluter Liebling immer noch Mais, ganz speziell der Major Mais. Und ja. Oh! Direkt reingerannt, scheiße. Danke. Kann nicht mehr schießen, muss nachladen, Mann. Da hatte der ein Glück, also aus dem Grund sage ich ja, belebt einen nicht wieder in dem Modus, weil, tja, ihr habt ja gesehen, so haben die Gegner direkt schon zweimal Kügelchen gekriegt, weil sie mich gekillt haben. Also für die Leute, die da immer noch beim Rucks Zeug kaufen und meinen, ja, tolles Zeug. Nein, schaut zwar geil aus, die Spezialfähigkeiten beim Rucks, ich weiß. Aber ich finde die eigentlich useless. Also, sie schauen zwar geil aus, auch so wie bei der Erbse da, die violette Bohne. Aber Schaden verursacht die zum Beispiel wenig. Gerade auf dem Maisballon. Hallo Wichtlein, Wichtlein, stirb, stirb, stirb. So, Wichtlein ist gestorben. So, mal schnell nachladen. Pirat und Fußsoldat. Wo ist denn der? Nee, der läuft hinter mir noch her. Ich dachte gerade, ich habe den ausgetrickst, ja, von wegen. Nee, Wicht, 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 Wicht. Wann kriegt er mich? Mann, du. Kleines Wichtlein da mit deinem blöden Kopfbedeckung. Ich finde die Kopfbedeckung sowieso bescheuert. Ich weiß nicht. Aber wie findet ihr die? Ich weiß nicht, ich hab's nie so mit den Kopfbedeckungen gehabt. Mich stören die eher. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die findet. Kann ja auch ein Generationsunterschied sein, dass junge Leute das geil finden. Ich wiederum als so alter Sack weniger. Weniger, eigentlich gar nicht. Mir kommt es darauf an zu spielen, Spaß zu haben und so weiter. Da eine Kopfbedeckung vorhanden ist oder weniger, interessiert mich eigentlich die Bohne passend zu den Erbsen. Ha, hatten noch 20 HP, 20 HP, muss aber sowas von losnähen, Lil Drake. Kommt er da und speibt mich an mit dem Feuerwerfer. Ja, die Runde verlieren wir. Leider, leider. Also wir liegen 20 Kügelchen hinten. Hinter mir ein Wissenschaftler. Wo ist denn der jetzt hin? Tja, so wie ich angekündigt habe, Zombie-Team hat gewonnen.
Na, 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 na. Keine Auszeichnung. Tja, das hat man davon, wenn man lang ewig nicht mehr GW2 gespielt hat. Beziehungsweise Folgen habe ich ja produziert für euch, aber Livestreams und so kamen in letzter Zeit eigentlich wenig, weil keine Zuschauer da waren. Und natürlich für mich als Streamer ist es dann irgendwie langweilig, wenn ich da eine Stunde am Quatschen bin mit mir selbst. Deshalb kommen in letzter Zeit mehr Folgen als wie Streams. Hin und wieder schmeiße ich auch Livestreams aus. So ist es ja nicht. Habt ihr ja mitgekriegt. So Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal.